Mahlzeit, Freunde! Ja, wir haben heute wieder einen kleinen Obernighter vor uns. Das Wetter ist traumhaft. Ich habe wieder beste Begleitung mit. Da ist der Jörg. Grüß euch. Kanal verlinke ich natürlich wie gehabt unten rein. Und wir haben ja schon unlängst einmal eine Tour gemacht. Da sind wir in der Früh von Schnee überrascht worden. Aber diesmal sollte das nicht so sein. Wir haben absolutes Kaiserwetter. Und ja, es soll trocken bleiben. Heute ist schon warm, es hat 14 oder 15 Grad. Es soll morgen noch wärmer werden. Es soll nicht regnen, es soll nicht schneien. Also, denke mal, der Wettergott ist uns diesmal hold. Und ja, in dem Sinne, wir machen jetzt Wetter und ihr seid dabei. Von der Stirne heiß, rennen muss der Schweiß, sage ich nur. Jetzt haben wir schon ordentlich querfeld eingegangen. Wir haben eine kleine Abkürzung genommen und da unten rauscht schon der Bach und da müssen wir hin. Da sitzt der Finger, da ungefähr, da ist unser Platzerl. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir den Abhang da oben kommen. Aber ich schätze, wir werden da noch ein bisschen rundherum gehen müssen und ja, dann hören wir sie wieder. Ziel erreicht, da plätschert es, herrlich. Heute ist auch die Schulterbahn freigelegt. Da vorne ist der Jörg. Der kundschaftet schon unseren Lagerplatz aus, aber ja, es passt. Und ihr seht, perfekte gerade Fläche. Wieder optimal geschützt. Da passiert eigentlich gar nichts. Da ist der Abhang und da hinten ist es sowieso aus. So, da unseren Gruppenunterstand haben wir zumindest schon mal gemacht. Der Jörg sitzt, das war klar. Und jawohl, Prost einmal. Gut. Man braucht ja immer die nötigen Vitamine, wenn man sich körperlich da auch anstrengt. Ja, wir haben schon komplett fertig. Ja, das glaube ich eh. Hast du ja so viel gearbeitet heute schon? Ja. Sehr klar. So, jetzt mache ich es uns da ein bisschen gemütlich einmal. Wir sind soweit ganz gut dabei, würde ich sagen. Zeit genug. Zeit genug haben wir, es ist jetzt 1:30. Da rennt noch viel Wasser da runter, oder die Trauen, bis finster wird. Ein bisschen Holz haben wir schon gemacht. Und jetzt haben wir nichts. Zum Aufbauen gibt es halt nicht viel. Nein. Beide sind wir mit dem Biwaksack unterwegs, hingeschmissen. Genau. Thema erledigt. Ich werde mir wahrscheinlich mit Tappen aufspannen, aber das macht man ein bisschen später. Ja, sonst, wie gesagt, machen wir das, was wir am besten können. Nix. Essen und Trinken. Essen und Trinken, jawohl. Und Blätter herreden. Ne, super. Das ist fast nur das, was wir am besten können. Ja. Das kann ich wirklich gut. Ja. Ich glaube, der Jürgen ist ganz zufrieden mit seinem neuen Skramer. Ja, bin wirklich zufrieden. Es ist ein Wahnsinn, wie gut das geht. Sensationell, wirklich. Da habe ich ihn letztes Mal auf den Geschmack gebracht, dass man eigentlich die kleine Axt daheim lassen kann, weil die Spalten so super geht mit dem Skramermesser. Das ist sensationell. Ja, da habe ich gleich zugeschlagen und habe mir auch gleich besorgt. Da kann man nicht drum herum, muss man sagen. Ja, etwas Holz haben wir ja schon gemacht, wie man sieht, da und ein Teil haben wir auch schon batoniert. Und jetzt haben wir Zeit für ein kleines Jausal. Jetzt werden wir sich da schnell ein paar Depressin reinziehen und ja, dann hackeln wir weiter, oder? Ja, du. Ja, stimmt. Ich schaue ja wieder. Ja, stimmt, schaust wieder nur. Ja, da haben wir es wunderbar erwischt, heute wieder traumhaft. Da geht dann noch einmal runter mit euch.
Da plätschert es. Herrlich. Die Sonne scheint. Und ja, ich glaube, das wird passen. Der Jörg ist noch am Holz machen. Jetzt haben wir schon einen wirklich beachtlichen Haufen da liegen. Muss man sagen, schauen wir ihm da mal zu, ob er das eh gescheit macht. Ja, braucht man Muckis. Okay, hat er. Ja, natürlich, wir werken heute ins Kramer. Und ja, das ist eigentlich jetzt unsere Option geworden. Im Gegensatz zum normalen Beil. Weil ja, wir, glaube ich, beide damit einfach besser zurechtkommen. So, der Lageraufbau steht jetzt. Bei uns schaut das schon sehr gemütlich aus. Er sitzt schon wieder und zischt noch. Aber das ist eh anti. Kein Problem, alles alkoholfrei. Natürlich alles alkoholfrei, mit was auch immer er das gestreckt hat. Ja, da und unter unserem Gruppentarp haben wir hinten so eine kleine Plane. Da legen wir eben unser Zeiger ein wenig so ab über Nacht. Dann haben wir da unsere Feuerstelle schon vorbereitet und ausgehoben. Und Holz, würde ich mal sagen, haben wir mehr als genug. Ja, was haben wir sonst noch? So, ja, noch da natürlich das Schlafsetup. Da schlaft heute der Jörg drinnen. Das ist der Biwaksack von der holländischen Armee. Und ja, drunter hat er noch eine aufblasbare Isomatte und den Defense 4. Und ganz unten die Elefantenhaut. So Leute, bin jetzt noch mal zum Fluss runtergegangen. Jetzt schaut euch einmal das an. Was für ein Panorama, sensationell. Bin da auf einer riesengroßen Schotterbank. Und ja, absoluter Hammer. So stelle ich mir eigentlich die Wildnis vor. Da ist wirklich weit und breit nichts. Da haben wir einen Top-Platz wieder gefunden. Muss man halt immer ein Stückerl gehen, aber dann findet man auch was dementsprechend Passendes. Ja, wie gesagt, unser Lager steht ja. Jetzt ist 5:30. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Sonne. Die wird uns noch so eine halbe, dreiviertel Stunde begleiten und dann wird es langsam untergehen. Und ja, absolut kristallklar da das Wasser. Wahnsinn. Ja, und jetzt schaue ich wieder zurück zu meinem Kumpel. Und vorher müssen wir noch eine kleine Runde dazu gehen, denn da haben wir irgendwas entdeckt. Müssen wir mal schauen, da herum ist das. Da, ganz was Lässiges. Und zwar genau da. Ups, das ist der Finger. Da. Da kommt eine Quelle raus. Gehen wir jetzt schnell mal zu. Die Quelle kommt da direkt aus dem Berg raus. Nicht reinfallen. Schaut sich einmal das an. Da kommt direkt aus dem Berg so ein Bründel raus. Also das ist absolut klar, weil da oben, da ist ja nichts. Da ist keine Straße und nichts oder sonst irgendeine Verschmutzung oder was auch da sein könnte. Das rennt wirklich da aus dem Berg raus. Würde ich mal sagen, das würde ich mir im Notfall sogar ungefiltert trinken trauen. Und morgen werde ich mir da ein wenig was abzapfen, weil mein Wasservorrat geht zur Neige und ja, dann hole ich mir einfach mit meinem Wasserfütter ein bisschen was. Da sind sie sowieso wieder dabei, für die, die das noch nicht gesehen haben, wie so Wasserfiltern funktioniert. Das schauen wir sich morgen vielleicht noch an. Ja, wir haben jetzt einmal ein kleines Feuerchen gemacht, aber das klar zeigt, das startet noch einmal ordentlich durch, oder? Ich werde jetzt ein bisschen runterbrennen und dann werden wir mit den großen Scheite das Feuer relativ niedrig halten. Und bis dahin schmürzen wir. Aber ist schon gut.
Ja, bei mir gibt es heute eine feurige Gulaschsuppe. Das werden wir jetzt im Drangier machen. Wir haben zwar ein schönes Lagerfeuer, aber ich bin und bleibe ein Drangier-Fan. Und deswegen werden wir sich das da jetzt warm machen herinnen. Einmal eine schöne große Dosen, zwei Teller. Das ist, haben sie sich verdruckt wahrscheinlich, aber okay. Das wird heute mein Abendessen werden, da. Mahlzeit. Mit 12,14 Euro. Ja, Freunde, schon langsam werden wir mal die Kamera anschalten, also ich zumindest, weil die schafft die Dunkelheit dann nicht mehr. Bei uns brennt Lagerfeuer, wir haben gegessen, wir werden uns ein bisschen quatschen, ein bisschen Radio hören und den Abend gemütlich ausklingen lassen. Es ist jetzt ja, genau 20 Uhr. Ja, bis da bleiben wir noch eine Viertelstunde oder so, oder? Ja, ja. Bis Sandmännchen war genau. Fängt jetzt Fernsehen auch an. Genau. Wir haben dann Startback, da hinten ist dann der Beamer, ne? Ja, genau. Man, ein bisschen was muss man schon mitnehmen. Auch. Ja. Da hört sich ja sonst nichts daraus. Die sind eh so minimalistisch und ultra leicht wieder unterwegs. Ja, 24 Kilo und ich glaube, der ruckt sogar so. Ja, leichter ist er nicht. So in etwa, ja. Aber jetzt habe ich schon einen Liter weg. Also habe ich nochmal 22,5 Kilo zum Zurückschleppen. Das ist ja immerhin schon ein bisschen ein Gewinn. Ja, gegessen hast du aber auch. Ja, stimmt, gegessen habe ich auch. Stimmt, ja, ne, vielleicht nochmal 22 Kilo. Ja, bis morgen fällt noch ein bisschen was. Ah, schaut eh gut aus. Mit guten 20 Kilo werden wir wahrscheinlich zurückgehen. Ja, ja. Wie immer zu viel, aber genau. Wir wissen, wir diskutieren schon die ganze Zeit, was wir weglassen können, aber uns fällt nichts ein. Uns fällt nichts ein, ja. Ich kann die weglassen. Oder ich trage deinen Rucksack. Oder du tragst deinen Rucksack, das war ja, perfekt. Dann ist es wurscht. Ja, dann ist es wieder wurscht. Nein, ja, es ist wirklich, also Gewicht minimieren, es ist wirklich schwierig, wenn man sich ein bisschen an Luxus gönnen will, muss man sagen. Ja. Sicher Gangarzt, theoretisch sage ich unter 20 Kilo, aber wir nutzen halt auch die militärische Ausrüstung und da ist der Rucksack und alles schon von Haus aus so schwer. Mein Rucksack hat allein schon 3 Kilo. Ja, Wahnsinn, ne? Schlafsack noch einmal 1,5 Kilo und da geht es dahin. Großes Tapa-Kilo, das kleine Tapa-Kilo. Ja, was so ist. Ja. Ist egal. Man hat halt jeden Gott und Teufel mit, ne? Ja, jeden. Wir gehen ja nur 6 Stunden auch wegschrecken, von dem her ist wieder nicht tragisch eigentlich. 6,5 waren es. 6,5 waren es. Da waren wir ein bisschen langsam. Keine Pause gemacht, aber ja. Naja, wie gesagt, wir wünschen jetzt einmal eine gute Nacht und wir sehen uns morgen in der Früh wieder. Bis morgen. Guten Morgen, Freunde! Ja, wir haben uns schon mal ein kleines Wärmefeuer gemacht. Der Jörg, die Schlafmützen, der rüsselt noch ein wenig da. Aber wir machen gleich eine kleine Rundung. Einmal einen kleinen Rundgang da jetzt. Wir schauen zum Wasser runter.
Und da schaut es mal her, gestern, da bin ich da noch auf der Schotterbank da unten gegangen und jetzt ist das alles überflutet. Das Wasser ist in der Nacht angestiegen. Wir gehen einmal direkt runter. So, da, wie schaut es aus, da da runterkommt. Also der Ausblick ist schon, der ist schon genial da herunten. Aber da seht ihr, da haben wir gestern noch schön gehen können. Und da, das ist alles. Da ist es überflutet. Da kommt man jetzt nicht mehr wirklich hin. Okay, ja, kann man nichts machen. Ah, schade, weil da unten, da hinten, da war unser kleines Bründel. Und da kommen wir jetzt auch nicht mehr hin. Aber ja, soll es so sein, macht nichts. Ich bin da wirklich sehr abgeschieden unterwegs. Und es macht einfach nur Spaß, da heraus nochmal zu übernachten. Wer das noch nicht gemacht hat, Zähne zusammenbeißen, Schlafsack kaufen und außer mit euch. So eine Nacht im Wald, das hat absoluten Erholungsfaktor. Das ist klasse. Bei uns ist das Käffchen schon am Start. Das Wasser wird gerade heiß gemacht. Der Jörg, der zieht sich gerade die Schuhe um, der hat jetzt seine Laufschuhe angehabt. Der hat gerade seinen 10 Kilometer Morgenlauf gemacht. Ja. Ja, das macht eigentlich jedes Mal. Ja. Einfach schnell mal Runden rein an der Kleine. Locker flockig. Locker flockig. Genau. Da kommt er so richtig in die Gänge. Ja. Wie hast du geschaffen? Bescheiden. Bescheiden? Ja. Der Schlafsack da an der Aufgang, ich weiß nicht. Ich bin ein wenig angefressen, schon am Defense 4 momentan. Mhm. Wenn du nicht ganz reinlegst, dann ganz zumachst, bei jedem kleinen Bewegung geht der Reißverschluss so leicht auf. Ja. Dann bin ich wieder einfach so drinnen gelegen. Natürlich kühlt man dann aus. Dann wirst du beim Montag, weil es kalt ist, dann probierst du wieder irgendwie zum Zumachen. Ja, ja, das ist ein Schmarrn beim Defense-Fahrer. Das ist richtig, wenn du nicht komplett zu hast. Ich habe immer komplett zu und habe wirklich nur das kleine Loch oben offen, dann halt er. Aber sobald er ein bisschen offen ist und man dreht sich um durch die Schulter, geht der immer wieder auf. Ja. Wo ich mir dann nicht was anderes überlege. Lass mal schauen, Alternativen. Ja. So. Aber sonst schaut es gut aus. Kondenswasserbildung. Ja, ein bisschen. Ein bisschen eine. Ja, das kommt halt immer vor. Selbst in die besten und in die teuersten Biwaksäck. Das ist einfach so.
das, was da übrigens so am Bachrand oder im Flussbett wächst, das ist die Blüte der Pestwurz. Das ist eine Heilpflanze und ist nicht giftig. Und wird bis zu 60 cm hoch. So, heute habe ich einen Bauchspeck mitgenommen. Das ist ja schwerstens kritisiert worden das letzte Mal. Deswegen. Ich glaube, ich selber nicht. Ja. Muss mich immer kosten, ausgezeichnet. Aus der Gange da. Ja. Ausgezeichnet, na Schmoren, bin ich eh schon abgefressen. Ist eh egal. Jetzt fallen die 1000 Teile, oder? Wieder mit. Nichts zum Anfangen mit Jürgen. Der bringt nicht einmal einen Speck aus der Bocken raus. Das ist ja ein Schmoren da daher. So, ein Scheiß. Aber. Halbes Kilo Speck für 2 Eier, das passt genau. Genau, das passt genauso, so mag ich das. Mit Geizen. Lass mal ein wenig abrasseln, oder? Ei aufschlagen, oder? Dann Mahlzeit. Was fangst du an? Ich glaube, ich lasse es ausfallen, das Frühstück. Okay. Ja. Das muss aber passen bei mir, das Frühstück. Ah, okay. Wobei, ich habe keins dabei, gell? Ja, ja, nein, natürlich. Dann braucht man es auch und dann will man es. Nein, das Frühstück ist schon. Die Leute sind gerade da draußen. Ich bin auch schon 3 Stunden auf. Jetzt dann kommt dann der Hunger schon.
Ich schau da einmal nach. Da schau da einmal nach. Ein paar Vitamine. Nicht, dass ich es wieder heimtragen muss. Ja, nichts. Eisgekühlt von der Nacht. Die richtige Betriebstemperatur. Ja. Ja. Easy, jetzt einmal zusammen. Wir sehen uns eh später wieder. So, da löschen wir jetzt einmal ordentlich an. Da werden wir jetzt einige Male runtergehen zum Wasser nachfüllen, dass da sicher nichts gibt. Interessant, die haben so ein Randl gestanden, aber unten, wo es direkt ist, verfahren sie sich gar nicht. Ja. Da rutscht es nicht. Das kann man nicht mit. Ja, Freunde, das war's. Unser Lagerplatz ist ordentlichst verlassen. Die Rucksäcke sind gepackt. Mir hat es wieder mal richtig Spaß gemacht. Hier. Vom Feinsten wieder gewesen alles. Vom, ja. Vom Feinsten, da gibt es dann schon wieder Revival vom Revival. Ja, ja. Im nächsten auch so einen Monat. Das werden wir sicher wieder wiederholen. In Kürze werden wir das wiederholen, genau. Und ja, uns freut es natürlich. Daumen auf natürlich auch bei seinem Video und fest abonnieren. Gell? Outdoor Fink nicht vergessen, dass ihr mal reinschaut bei mir. Genau, Outdoor Fink, Link gebe ich euch unten natürlich hin und fest abonnieren. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Die Million, er kratzt schon an der Million, aber punktuell fällt es noch ein bisschen ja. Im Detail. Ja. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss, pfiat euch, Baba. Tschüss, pfiat euch.